Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich will holzschnittartig zu 7 Punkten kurz was sagen. Also erstens, ja, es ist völlig richtig, wir haben mit dem Jahr 2019 ein Schlüsseljahr. Auf die historische Dimension ist hier heute hingewiesen worden. Morgen ehren wir Kalibknecht und Rosa Luxemburg, 100. Jahrestag ihrer Ermordung. Wir hatten den 100. Gründungstag der KPD. Ich sage das nur deshalb, weil diese 100-jährige Geschichte, und die ja noch viel länger zurückgeht, ist eben wirklich eine sehr widersprüchliche, aber es macht vor allen Dingen auch die Verantwortung klar, in der wir uns befinden. Wir befinden uns in dieser Tradition. Und ich glaube, das anzunehmen und auch mal zu sehen, was andere Generationen für Probleme hatten, was sie dafür für Opfer gebracht haben, das macht auch für uns manchmal vielleicht bewusst, was unsere Verantwortung in diesen Zeiten ist. Ja, in was für einer Gesellschaft, um bei Frank anzuschließen, wollen wir leben, ist die Frage. Alle haben darauf verwiesen, Handelskriege, ja auch die Kriege dieser Welt. In wenigen Tagen könnte der ungeordnete Brexit anstehen mit Auswirkungen, die wir alle kaum absehen können. Eines ist klar, ich will das nochmal deutlich sagen, die Rechten haben das Ziel, Europa an sich zu reißen. Das ist ihr klares Ziel. Und es ist jetzt nicht irgendwie eine abstruse These. Bei Umfragen haben Frau Le Pen in Frankreich stärkste Partei, Salvini in Italien stärkste Partei, Orban, Polen. Das ist nicht irgendetwas Abstraktes. Und ich glaube, dass wir uns genau dieser Dimension bewusst sein müssen. Ich spreche vielfach von dem Kulturkampf, der von rechts geführt wird. Und wenn wir an ganz, ganz vielen Stellen die Mauer von Trump, was in Brasilien abläuft, wir können das täglich erleben, was das bedeutet. Und welche Veränderung das in der Gesellschaft mit sich bringen wird. Und da ist ganz klar, was unsere Aufgabe ist, Bollwerk zu sein, Bollwerk der Menschlichkeit zu sein. Für uns ist Haltung und Solidarität, das sind da die Schlüsselfragen. Aber ich plädiere auch dafür, dass wir diese Situation als Chance ergreifen, als Chance für uns ergreifen. Es ist nicht nur Abwehrkampf. Wir müssen das umdrehen und sagen, linke Politik ist hier gefordert. Und zwar aus Klimagründen, aus Zusammenhaltsgründen, um der Existenz der Menschheit. Das ist unsere Chance und die meines Erachtens sollten wir annehmen. Zweiter Punkt. Ja, es ist auch ein Schlüsseljahr für das, was sich auf der Bundesebene, was seitens der Bundesregierung gemacht wird, abspielt. Ja, diese Koalition, ich glaube nicht mehr daran, dass sie in irgendeiner Weise große Reformfarben auf den Weg bringen wird. Bringt sie auch nicht. Ich meine, das sind alle Stellschrauben. Wir sehen in wenigen Tagen, wird weder die CDU-Vorsitzende noch der CSU-Vorsitzende noch die SPD-Vorsitzende in der Regierung sein. Das wird neue Probleme mit sich bringen. Es wird Instabilität mit sich bringen. Große Reformvorhaben ist Fehlanzeige. Und darauf will ich jetzt doch verweisen, nachdem du das gesagt hast, Frank. Also die Überschüsse im vergangenen Jahr waren 11,2 Milliarden. Wir hatten einen Rüstungsetat von 37 Milliarden. Und wir haben noch nicht mal annähernd die Steuervorschläge der Linken berücksichtigt. Also in dieser Situation nicht zu investieren, nicht zu tun, dass die Gesellschaft weiter auseinanderfällt, ist ein Totalversagen. Diese Regierung ist verantwortlich für die Situation in dem Land. Und mit dieser Politik werden eben auch Rechte objektiv gestärkt, ob die das wollen oder nicht. Und das ist das Versagen dieser Regierung. Und ich ehrlich gesagt glaube da überhaupt nicht dran. Und ihre Bilanz mit Blick auf Europa ist eine Katastrophe. Die Merkel-Politik hat dahin geführt, dass Europa in dieser Situation ist. Das ist die Realität. Und ich glaube, dass in diesem Jahr die Frage, wo das hingeht, ob diese Regierung im nächsten Jahr dann noch weiter existiert, die wird auch in diesem Jahr entschieden. Die haben das ja in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Das ist auch völlig in Ordnung und auch aus sozialdemokratischer Sicht völlig in Ordnung, ob sie überhaupt weitermachen. Diese Frage ist offen. Die kann im Moment niemand beantworten, hier niemand, aber auch nicht bei der SPD und auch nicht bei der CDU. Nur auf eins will ich verweisen. Die gesamten Jahre Merkel kann man in 2 Zahlen zusammenfassen. Es gibt eine Verdopplung der Vermögensmillionäre und es gibt eine Verdopplung der Kinder in Armut. Das sagt alles. Das ist das Scheitern einer Politik und diese Politik muss verändert werden. Und deswegen müssen wir auch dazu stehen, ganz im Sinne auch von dem, was Katja gesagt hat, dass wir natürlich bereit sind, Veränderungen in diesem Land herbeizuführen. Dritter Punkt. Natürlich ist das auch ein Schlüsseljahr für uns. Zu Europawahlen werden wir hier viel reden, das heute im Verlaufe des Tages. Das ist ja völlig klar. Ich will da nur 3 kleine Anmerkungen machen. Das eine ist, wir hatten das gestern auch auf unserer Klausur, ich komme noch dazu, diese Debatte, wer proeuropäisch und antieuropäisch ist. Und das lassen wir uns ja teilweise auch aufdrücken. Ne? Ich bin ja meist proeuropäisch, also in dem Sinne erstmal ganz gut. Aber jetzt wieder ernsthaft.
Also für proeuropäisch gilt zum Beispiel, oder als proeuropäisch gilt zum Beispiel immer Wolfgang Schäuble. Da wird also in allen Medien, der ist proeuropäer. Ich meine, das ist derjenige, der die wesentliche Verantwortung für die Politik gegenüber Griechenland führt. Wenn das proeuropäisch ist, also dann bin ich nun wirklich gerne antieuropäisch. Also ich bin dafür, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir uns bestimmte Debatten wirklich nicht aufdrängen lassen, dass wir dort unterschiedliche Sichten haben, das ist kein Geheimnis, die werden wir im Übrigen auch nicht wegbeschließen. Das ist auch gar kein Problem angesichts der Differenzierung in Europa. Finde ich, dass wir in solidarischer Weise bis zum Europaparteitag und bitte auch kontrovers über das Europawahlprogramm, über unser Herangehen diskutieren. Und ich finde, da können wir auch zeigen, dass wir das miteinander und solidarisch können. Aber eins muss auch klar sein. Am Abend des Europawahlparteitags gehen wir mit unserem Europawahlprogramm, mit unserer Kandidatenliste und mit unserer Strategie in den Wahlkampf. Punkt aus. Dann ist Ruhe im Karton. Aber bis dahin bitte gerne eine solidarische Debatte. Und ich will auf einen Punkt in Europa im Zusammenhang mit Europa noch hinweisen. Also ich will es mal so formulieren. In meinem vorpommerschen Dorf werde ich trotz großem Engagement nur mit Europawahlen nicht hinkriegen, dass mehr als 10% zur Wahl gehen. Das ist nicht drin, weil die Leute, tut mir leid, ich kann tun, was ich will, interessiert das nicht. Denen kann ich tausendmal erzählen, was alles in Europa entschieden wird und dass es in ihrem Dorf ankommt. Deswegen ist für uns zentrale Aufgabe, das zu verbinden mit den Kommunalwahlen. Das ist eine Trivialität, das wissen wir alle, aber das auch wirklich zu leben und jetzt zu kämpfen und jede da, wo er verankert ist. Ich meine, in meinem Betreuungswahlkreis, das ist ja, sagen wir mal, in Rostock, die wählen heute ihre Kommunallisten und so, das ist alles ganz leicht, da gibt es genügend Kandidaten, alles wunderbar. Aber mach das mal in den Dörfern in Ludwigslust, Parchim. Das ist ein bisschen schwieriger. Und da die Leute hinzukriegen und dem Schornsteinfeger das so lange einzureden, und wenn es nach dem 7. Bier ist, das ist schwieriger. Aber ich bin dafür, dass wir uns dann auch dem 8. Bier stellen. Also lasst uns dafür kämpfen, möglichst viel Kandidaten zu gewinnen für diese Wahl. Die ist für uns bedeutend. Ich will auch an dem Tag auf Bremen nochmal hinweisen. Bremen ist für uns, ich möchte nicht, dass wir das unterbewerten. Also, weil in Bremen wird eine Frage ganz spannend sein. Neben der Tatsache, dass wir natürlich maximal zulegen wollen, ist die Frage, welche Konstellation gibt es da? Und ich nehme mal jetzt eine negative Konstellation. Es gibt danach ein Jamaika-Bündnis. Also ehrlich gesagt, das wäre auf gut Deutsch scheiße für uns. Ich will das nicht. Möchte gerne, wenn wir eine andere Konstellation haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt regieren will. Bitte nicht missverstehen. Natürlich will ich unbedingt regieren, weiß ja jeder. Aber es ist nicht das erste Ziel, Stärkung der Linken ist Ziel. Aber es geht schon darum, welche Weichenstellung da vorgenommen wird. Denn auch noch bei Wahlen eine Bemerkung zu den Ostwahlen. Ich möchte nicht, dass wir da defätistisch rangehen. Es ist nicht gegeben, dass in irgendeiner Landtagswahl in diesem Jahr die AfD vor uns ist. Nein, wir wollen und wir werden bei allen Landtagswahlen von Bremen bis nach Thüringen vor der AfD sein. Punkt, aus. Darum kämpfen wir. Darum kämpfen wir. Und es gibt überhaupt keinen Grund, das aufzugeben. Überhaupt keinen Grund. Und da geht es natürlich darum, dass wir gerade bei den Ostwahlen, das ist das Jahr 2019, Geschichte, Tradition, dem müssen wir uns stellen. Natürlich das Jahr, ja, es ist gerade ein Jahr mit einer 9. Du hast 19, aber auch 89. Und deswegen wird diese Frage eine Rolle spielen. Und auch da können wir mit Selbstbewusstsein und mit Stolz in Auseinandersetzung gehen. Denn wenn wir da auch zurückhaltend sind, dann werden wir verlieren, das merken die Leute. Aber es gibt keinen Grund dafür. Und es gibt auch keinen Grund, über unsere Bilanz zum Beispiel in Thüringen irgendwie negativ zu reden. Wir werden nicht wegen unserer Ergebnisse gewählt, sondern wegen unserer Perspektiven. Aber auch da geht es darum, dass wir alle ausstrahlen. Und nicht sagen, naja, Mensch, ich hätte ja in Thüringen, ja, ich hätte in Thüringen auch gerne viel anderes gemacht, Bodo Ramelow im Übrigen auch. Das ist nun mal so. Aber mein Plädoyer ist hier wirklich ein Stück weit Selbstbewusstsein und Stolz. Viertens, kleiner Rückblick. Also jetzt nicht nur auf gestern und vorgestern. Also das letzte Jahr war ja für uns erstmal numerisch gar kein schlechtes. Also wir haben in Hessen 3 Abgeordnete mehr. Wir haben in Bayern übrigens, das will ich mal einmal erwähnen, wir haben in Bayern wirklich einen sensationell guten Wahlkampf geführt. Ich meine, das Ergebnis, da waren wir alle ja ein bisschen enttäuscht. Aber es stimmt eben auch, wir sind in allen Bezirksparlamenten. Ich habe wirklich das noch nie erlebt bei einem Landtagswahlkampf. Und ich habe schon einige erlebt, dass die Genossinnen und Genossen in dieser Breite so engagiert werden. Das will ich auch nochmal wirklich lobend erwähnen. Und wir dürfen die nicht so runterfallen lassen. Die Bayern haben es besonders schwer. Aber der Wahlkampf war auch in besonderer Weise klasse, um das mal zu sagen. Und ich will auch mal
auch mal sagen, wir müssen da auch mit unseren Erfolgen anders umgehen. Also die Neigung, dass wir immer, wenn wir einen Erfolg haben, dann, ja, ist ja logisch, wir sind ja auch so gut. Ja, finde ich ja auch. Aber dass wir sozusagen andere, die breiten ihre Erfolge aus. Wenn wir den Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder gewinnen, dann erwähnen wir das nochmal. Wir haben ihn ja noch eingeladen als Bundestagsfraktion und so weiter. Aber eigentlich müssten wir jeden Tag erzählen, wie toll wir sind. Schon deshalb, weil wir in diesem Jahr ja auch Oberbürgermeisterwahlen haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar eine Chance. Stimmt, Simone in Rostock? Ja, ne? Haben wir. So, also Rückblick gehört aber auch eins dazu. Klaus Ernst hat auf unserer Klausur gesagt, also der Milchmann, der permanent sagt, seine Milch ist sauer und sie dann verkaufen will, der ist begrenzt erfolgreich. Und das finde ich, sollten wir durchaus annehmen. Etwas mehr darüber reden, was auch wir geleistet haben. Und zwar die gesamte Partei mit ihren Kampagnen, aber auch wir in unserer Fraktion. Wir haben die meisten parlamentarischen Initiativen. Wir haben die meisten kleinen Anfragen. Wir haben im Übrigen auch Erfolge zu verzeichnen. Also, dass die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zumindest eine Zeit lang auf Eis gelegt worden sind, das hat mit unserem Engagement zu tun. Dass wir im Übrigen auch bei konkreten Dingen, Erwerbsminderungsrente, da ist ein Teil dessen, was vor 3 oder 4 Jahren undenkbar war, jetzt beschlossen worden. Harald Weinberg und Matthias Birkwald haben auf der Klausur mal dargelegt, was von unseren Vorschlägen, die vor 10 Jahren in die Verdammnis gegangen sind, jetzt umgesetzt worden ist. Aber es ist selten so, dass wir sagen, oh klasse, da haben wir einen Teil umgesetzt, noch nicht alles. Aber meines Erachtens müssen wir das auch machen. Aber Rückblick ist natürlich, habe ich deshalb ja nur erwähnt, habe gerade die Positivbilanz gemacht. Ja, das letzte Jahr war nicht gut. Das war nicht gut, was unsere Darstellung betraf. Und es lag an uns und an niemandem anderen. Das ist, also fange jetzt bei mir an, um nicht irgendwie das auf andere zu nennen. Und liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir verändern. Das ist mein 5. Punkt, das müssen wir verändern. Wir haben am 30.11. eine gemeinsame Beratung gehabt und das Gute war, dass im Nachhinein nicht ein Interpretationswettlauf stattgefunden hat, sondern dass wir es hingekriegt haben zu sagen, ja, wir haben Papier gehabt, das ist kritisiert worden und so weiter. Wir sind damit positiv umgegangen und wir haben auch im Vorfeld der Klausur, im Vorfeld der gesamten Beratung es geschafft, Katja, Bernd, Sarah, ich, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben, dass wir gemeinsam auf die Klausur gegangen sind, dass wir dafür gemeinsam geworben haben, dass wir eine neue Zeitrechnung in diesem Jahr, ich habe auf der Klausur gesagt, nun lasst uns doch mal bitte für diese Zeit, das können die Genossinnen und Genossen und die erwarten, dass wir uns zusammenreißen, dass wir gemeinsam kämpfen, zumindest mal bis zum 27. Oktober diesen Jahres. Danach können wir das wieder anders machen. Aber da, bis dahin, liebe Genossen, das ist wirklich mein Appell an uns alle, an mich zuallererst, lasst uns engagieren. Wir haben so viele politische Konkurrenten, Gegner und Wettbewerber, die uns alle nicht wollen. Und da müssen wir es doch schaffen, für diese Zeit gemeinsam zu engagieren, solidarisch miteinander auch zu streiten. Das muss hinzukriegen sein. Und wir zumindest sind uns einig, dass wir das hinkriegen werden in diesem Jahr. Und ich wünsche mir, dass ihr alle dort mittut. Wir müssen bei dieser Sache aber eins sein, auch ein Stück weit illusionsfrei. Denn bei diesem Prozess werden uns auch die Medien solidarisch begleiten, um das nett zu sagen. Die werden uns solidarisch begleiten, aber natürlich werden wir nie so behandelt werden wie eine Partei, die jetzt gerade im großen Aufschwung ist. Ja, der Marsch durch die Institutionen war erfolgreich. Der wirkt sich aus bei den Grünen. Natürlich ist das so. Ja, das haben die gewollt und da waren sie erfolgreich. Ich will jetzt, es ist ja leider live und leider mit Medien. Ich könnte jetzt aber schöne Sachen sagen, aber ich spare mir die alle auf. Eine Sache erzähle ich dir mal doch. Also mein parlamentarischer Geschäftsführer, der Genosse Jan Korte, den ihr alle kennt, hat nachdem der Kollege Habeck bei Twitter rausgegangen ist, selbst getwittert, gibt es heute Abend eigentlich einen Brennpunkt bei der ARD. Ich fand die Ironie wirklich sehr gelungen. Das Interessante war, der erste Kommentar darunter war von der ARD, nein, das ist heute nicht geplant. Ich meine, die haben das ernst genommen. Ich meine, da seht ihr mal, wo wir da irgendwie hingekommen sind. Also ich meine, da steigt einer bei Twitter aus und das ist auf der süddeutschen Seite 1. Ich meine, ich hätte mich gefreut, wenn heute unsere Klausur mit einer Meldung wieder gespiegelt wäre. Die wäre gewesen, großer Krach ausgeblieben oder so. Aber immerhin. Aber das ist nicht der Fall. Also da gibt es eine totale Verschiebung. Das werden wir nicht ändern. Damit müssen wir umgehen. Da müssen wir auch immer wieder neu kämpfen. Aber ich bitte nur um eins, dass nicht jeder Halbsatz, also ich nehme mal jetzt den Bernd Rixinger und Dietmar Bartsch in schwerer Kontroverse mit Katja Kipping, was bei dem Thema Fleischkonsum stimmt,
dass das sofort aufgenommen wird und zu einer Kontroverse der Gesamtpartei wird. Das müssen wir nicht machen. Also mein... Ja, das stimmt, wir sind da sehr dogmatisch. Ich wäre völlig gegen ein Verbot. Also, das also, ihr wisst, was ich an dieser Stelle sagen will. Unsere Position, die sich eben in dieser Frage prinzipiell unterscheidet. Ja, wir wollen eine andere Gesellschaft. Ja, wir haben eine sozialistische Perspektive. Die führt dazu, dass wir natürlich von vielen im Mainstream so nicht gewollt werden. Und da sollten wir ruhig mit umgehen und ein Stück weit auch stolz da sein und ein Stück weit das auch unseren Genossen und den Kämpferinnen und Kämpfern, die an unserer Seite stehen, mitteilen, dass es so ist. Weil das ist die Normalität, diese werden wir auch nicht ändern. Vorletzter Punkt. Also, ich bin ja sehr dafür, wie Katja das gesagt hat, dass wir, du hast es formuliert, nach der Macht greifen. Ich nehme das mal so auf. Ich würde dafür werben wollen, dass wir von Mitte-Links-Bündnissen sprechen und dass wir klar machen, wo unsere Gegner und Konkurrenten sind. Ich brauche hier nichts nochmal zur AfD zu machen und was die gerade anbietet und die, also in den Landesparlamenten und so weiter. Das ist alles eine Katastrophe. Das ist alles eine Katastrophe. Trotzdem gibt es Gründe und Ursachen, weshalb die so stark sind. Und ja, die liegen bei Regierungspolitik, aber ja, sie liegen auch ein Stück weit bei uns. Das ist so, das können wir auch nicht leugnen. Und die Aufgabe muss sein, dass wir sie natürlich Stück für Stück auch wieder zurückdrängen. Aber das wird nicht funktionieren, indem wir unsere Politik auf die fokussieren. Sondern der Fokus muss auf das Regierungshandeln auf der Bundesebene liegen. Und es ist die Auseinandersetzung mit der Union. Die Union wird mit Kramp-Karrenbauer und vielem anderen sich wieder einigermaßen stabilisieren. Und deswegen ist das unser Fokus. Der Fokus ist die Union in diesem Land und deren Politik hat dazu geführt, dass der Zusammenhalt in Deutschland gefährdet ist, dass Europa zerstört ist und dass wir viele Probleme auf der Welt haben. Es ist ihre Verantwortung und das, meine liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir klarstellen. Und da bin ich im Übrigen für wenig Taktik. Ich bin in diesem Jahr ausschließlich dafür, dass wir die Linke stärken bei jeder Wahl. Nicht Konstellationen zuerst, die gibt es danach. Linke stärken und danach wegen meiner überall regieren, wo wir können. Aber das Erste ist und bleibt die Stärkung der Linken. Weil die Konstellationsfragen, die stören uns. Insbesondere noch Debatten mit über Union und so weiter. Das ist absurd. Wir wollen uns stark machen. Und das ist das Ende auch bei dieser Ansage, was die Wahlen betrifft. Letztlich, ich bin der Auffassung, wir sind inhaltlich gut aufgestellt. Das hat auch die Klausur gezeigt. Wir hatten das Thema Sozialstaat im Mittelpunkt. Gesundheit, Rente, natürlich Arbeit als zentraler Punkt. Und da bin ich ja sehr froh, Frank, dass du auch das, was, ich habe das so formuliert, Sozialstaatsdialog, dass wir das in anderer Weise aufnehmen. Ja, wir haben dort die Parteien, die Gewerkschaften, auch andere, teilweise unterschiedliche Positionen. Und ja, wir alle müssen uns dann ein Stück zurücknehmen. Aber wenn wir nicht eine Perspektive für die Menschen in diesem Land aufmachen, die zeigt, das würde sich verändern, wenn es Mitte-Links-Konstellationen gibt, dann gibt es für die auch nicht so den Grund, sich zu engagieren. Das ist doch das Entscheidende. Jetzt haben die das Gefühl, wenn ich diese Bekloppten rechts außen wähle, das hat die größte Wirkung, weil die verändern was. Nein, wenn sie links wählen, das bringt die meiste Veränderung. Wir haben doch da ein Stück weit Erfahrung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese inhaltlichen Punkte, über die wir auf der Klausur solidarisch miteinander auch gestritten haben, dass wir die in den Fokus nehmen. Dann bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ja, Überwindung, Abschaffung von Hartz IV, natürlich das Thema Kinderarmut. Ich bin doch froh, wenn die SPD jetzt auch sagt, Kindergrundsicherung ist ein Weg. Genau das sind Anknüpfungspunkte, die wir an- und aufnehmen müssen. Also, liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, wir haben gute Chancen in diesem Jahr. Die werden wir nur gemeinsam haben und lasst uns diese Gemeinsamkeit probieren. Ich glaube, wir können das hinkriegen, mindestens bis Oktober. Herzlichen Dank. Applaus